Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 wieder von Elf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge waren wir hier unten bei der sogenannten Kalkgrube. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Ihr habt noch ein paar Tipps noch reingeschrieben und habt auch ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wir haben ja jetzt hier an dem Punkt, wir springen nochmal kurz zur Kalkgrube, den Radlader, und da habt ihr gefragt auch unter anderem, ob ich den auch nutzen kann für den, für andere Tätigkeiten, zum Beispiel für die BGA. Klar, den könnt ihr frei benutzen, könnt ihr überall hinfahren, genau wie die Gabelstapler an den jeweiligen Händlern. Das Einzige, was ihr nicht machen könnt, ist das Fahrzeug zu reparieren oder irgendwie zu verkaufen. Das funktioniert natürlich nicht, da dieses Fahrzeug nicht in eurem Besitz ist. Das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben Kalk rübergefahren. Was ihr auch noch gesagt habt, ist, dass wir beispielsweise hier diesen großen Tankanhänger auch oben über die Öffnung quasi befüllen können. Das würde auch gehen. Ich fülle das gerade mal um. Den kleinen Silo-Hopper habe ich schon verwendet. Ich öffne mal kurz hier das jeweilige Ventil und werde das Ganze, warte mal, Pumpe nochmal ausschalten. Mit Y können wir das ändern. Werde den Kalk jetzt quasi hier reinpumpen. Ne? 8000 Liter passen ja in dem Silo-Hopper rein. Es gibt auch noch einen größeren Silo-Hopper. Und zwar, meine ich, wäre der bei... War er bei den Überladewagen dabei? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Muss ich nochmal kurz schauen. Wo haben wir denn hier die passende Rubrik? Überladewagen. Der hier. Der wäre auch noch möglich gewesen. Der ist aber nicht größer, ne? Der ist dieser Seatrunner. Der ist halt, ja, der ist halt klein. Und größeren Silo-Hopper gibt es halt nicht, ne? Es gibt nur diesen, soweit ich weiß. Oder vertue ich mich da jetzt? Wir können es gerne nochmal bei LSFM reinschauen, weil die gibt es ja hier als spezielle Kategorie. Da gibt es ja verschiedene. Das sind die Säcke, die brauchen wir nicht. Das ist das, das ist das. Und ansonsten gibt es nur diesen. Das ist der Silo-Hopper, ne? Ich weiß nicht, welchen ihr meint. Weil meiner Meinung nach gibt es keinen größeren, ne? Also... Größeren gibt es da soweit nicht. Wir können hier gerne nochmal die Rubriken nochmal durchscrollen. Und Wägelchen wünscht ihr euch, ne? Die gibt es im LSFM Farm Equipment Pack. Link wie immer in der Videobeschreibung. Natürlich alle Mods, die ich verwende. Außer jetzt die neue Version. Das ist nämlich immer noch die Preview-Version zum bisher noch nicht erschienenen Hof Bergmann 1.0.0.8. Die Beta 1 ist das aktuell. Also einen größeren Silo-Hopper gibt es nicht, ne? Aber man kann das wohl hier oben auch befüllen mit dem Radlader. Das würde auch klappen. Wir räumen mal ein bisschen auf und werden dann heute den pH-Wert ausgleichen, denn wir spielen ja hier auch mit Precision Farming und können dann hier natürlich oder müssen natürlich auch die jeweiligen Felder wieder den pH-Wert automatisieren. Da hatte ich ja noch eine Frage gestellt, die mir freundlicherweise beantwortet habt, und zwar ist es vollkommen egal, ob das Ganze jetzt hier, wenn wir uns das mal anschauen, bei den Bodentypen, ob der pH-Wert jetzt beispielsweise zu hoch oder zu niedrig ist, ne, das gleicht der automatisch aus, sofern wir das automatisch eingestellt haben. So, den Silo-Hopper haben wir jetzt hier erstmal platziert. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal die Tür zu. Ne, der ist noch nicht weit genug drin. Wir fahren nochmal ein Stück zurück und gucken uns das nochmal an. Huch. So. Der muss noch ein Stückchen weiter rein. Das mit der Kamera-Kolli. Ich habe die Mod installiert. Warum das trotzdem noch kommt, ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch kein anderes Gerät quasi angeschlossen. Woran das jetzt liegt. Die No-Kamera-Kolli habe ich drin. Vielleicht hat das irgendwas mit VCA zu tun. Ich gucke nur mal kurz. Aber nur ein kurzer Blick. Vielleicht sollten wir das mal rausnehmen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Komisch halt. Ich verstehe auch nicht, woran es liegt. Warum wir diesen Kamerabug hier drin haben. Keine Ahnung. Ne, Headtracking ist auch nicht installiert, also ich habe es nicht angeschlossen. Hm. Naja, gut. Sei es drum. So, wir fahren den jetzt erstmal wieder hoch zu unseren Tieren. Da müsste auch gleich hier der Kalk soweit geladen sein, dass wir dann natürlich auch gleich loskalken können. So... Wir fahren das Fahrzeug jetzt mal hier hin und steigen dann gleich aus. Muss ich mir nochmal angucken, den Mod-Ordner mit der Kamera. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Ist halt echt komisch, weil das habe ich hier nur auf der Hof Bergmann. Ansonsten auf keiner der jeweiligen Maps. Komisch halt. Naja,
So, ist er schon fertig mit Abpumpen? Jo, Abpumpen ist fertig. Beziehungsweise, wir gucken mal. Das ist bei 0. Da können wir mit der rechten Maustaste hier den Hahn wieder schließen. Ganz wichtig, ansonsten läuft es raus. Dann können wir das hier soweit wieder alles einhängen. Ja. Hier vorne an die Kante laufen, rechte Maustaste drücken. Und dann fahren wir das Fahrzeug jetzt einmal wieder weg, weil im LKW brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall habt ihr auch gefragt, warum ich Kompost ausbringen kann auf den Feldern. Da gibt es im LSFM-Forum einen Artikel dazu. Da könnt ihr Precision Farming anpassen, damit auch Kompost, wie ihr den hier bekommt auf der auf Bergmann, natürlich auch bei Precision Farming nutzen könnt. Ist eine einfache Anpassung der XML-Datei, braucht ihr Notepad++ und so weiter. Ist aber auch alles im LSFM-Forum beschrieben. Und da könnt ihr das Ganze dann auch nutzen soweit. So, genügend Kalk haben wir da. Bedeutet, wir brauchen jetzt natürlich einen Kalkstreuer. Und dann nehmen wir wieder unseren Bredal. Wir laufen hier mal kurz an unserem Hof vorbei. Oder an unserem Hofladen, besser gesagt. Und ja, werden jetzt ein bisschen Kalk ausbringen. Das werden wir uns gleich anschauen. Ich mache auch mal die Minimap wieder an, weil die natürlich wichtig ist auch für die Ausbringung. Das sieht man nämlich dann dort. Ja, und da werden wir das Ganze kalken. Wir werden das Ganze ausbringen und werden dann in der nächsten Folge ja, ein bisschen Kompost ausbringen. Wir nehmen den Klaas hier. Ne? Ihr habt doch gesagt, ich soll mir einen neuen Trecker kaufen. Ich finde, die haben doch alle genügend Arbeitsstunden. Ich hatte ja auch gefragt, wie lange eigentlich so ein Trecker, wie viele Arbeitsstunden der hat. Das war querbeet. Vielen Dank auch da nochmal für die ganzen Hinweise dazu. Manche haben mehr, manche haben weniger. Ach nee, wir brauchen ja erstmal Kalk, ne? Huch. So. Wir klappen das gleich mal auf hier. Müssen natürlich erstmal Kalk aufladen. Dann fahren wir hier mal runter. Und nehmen das Ganze natürlich dann auch auf. Den ganzen Spaß hier. Aber fixen Screen hier fürs LP. Zack. Dann sind wir damit auch fertig. Dann lassen wir das Ganze hier mal volllaufen. Na, man könnte jetzt natürlich auch hinten zur Kalkgrube fahren. Könnte das natürlich dann auch aufnehmen. Das wäre halt auch möglich. Aber wir nehmen einfach mal das hier. Ja, und der Tag neigt sich mittlerweile dem Ende. Sodass wir da bald schon in den nächsten Tag reingehen können. Wir haben natürlich noch einige Felder. Auch zu ernten. Wir haben zwei Weizenfelder und noch zwei Rapsfelder, die wir auch noch runterholen können. Hier oben war Raps drauf, da ist nichts mehr drauf. Das Feld mit Hafer haben wir abgeerntet. Ich habe das natürlich jetzt auch erstmal ins Lager gepackt. Ihr habt gesagt, ja, wir sollen erstmal ein bisschen abwarten. Wir könnten das ja auch für die Pferde nutzen, ne, was natürlich auch vollkommen richtig ist. Und jetzt können wir mal auf die Felder gehen hier und können dann den Kalk jeweils ausbringen. Das Interessante ist jetzt gleich hier, achtet mal unten links auf die Karte, wenn wir jetzt hier ranfahren, zoomt ja gleich ein bisschen ran. Ihr seht's, ne? Und dann kommt der pH-Wert, wir können das F1-Menü auch nochmal anmachen. Ich mache das mal mit VCA jetzt hier, dass ich da die Breite soweit einstelle. Wir haben 18 Meter, können das jetzt hier nochmal so ein bisschen anpassen. Das ist VCA, findet ihr auch in der Videobeschreibung in der Modliste. Und ist... Ja, es hat ein bisschen mehr Einstellungen als das GPS vom lieben Wupster. Aber ich nutze es halt sehr gerne, weil es halt auch von der Bedienung her sehr einfach ist. Und jetzt seht ihr hier, dass wenn wir jetzt hier losfahren, ändert sich das gleich wieder. Oh, wir haben keinen Platz mehr für Paletten. Tierkadaver, okay, gut, müssen wir mal gucken. Wir bringen jetzt Kalk aus. Und kalken das Feld. Und sehen dann jetzt hier... unten, dass der optimale pH-Wert jetzt erzielt wird durch die Ausbringung der jeweiligen, ja, der jeweiligen Kalkmenge. Ne, das schmeißen wir jetzt hier rein. Ihr seht auch, die Textur wird natürlich hier gut dargestellt. Ihr habt noch gefragt, wo die Fahrspuren hierher kommen. Das ist einfach automatisch verbaut bei der Map. Da müsst ihr halt bloß die Fruchtzerstörung anhaben und dann klappt das Ganze auch schon. So,
fahren wir mal die nächste Bahn hier ab. Und werden das Ganze dann jetzt hier weiter ausbringen, sodass wir da den optimalen pH-Wert erzielen durch die Ausbringung. Ne, das sieht man jetzt hier auch. So, sehr schön. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und so können wir dafür sorgen, ne, dass das Feld dementsprechend vorbereitet ist. Ich hatte euch ja auch zum Ende der letzten Folge so ein bisschen die Wirtschaftsanalyse angezeigt. Ne, der berechnet da wirklich alles mit rein. Ne, dass wir da wirklich auch alles mit reinberechnet bekommen. Das, was dort auch rein soll. Und ja, das macht uns dann natürlich in der Beschauung der Felder das Ganze dann auch einfacher, um zu schauen, lohnt sich das überhaupt, lohnt sich das nicht. Das muss man natürlich immer wieder berücksichtigen. Die Kamera zoomt auch raus, sobald wir ein bisschen weiter vom Feld weg sind, sobald wir dann wieder in Feldnähe sind, zoomt ja auch wieder rein. Ja, und können wir uns das hier mal auf dieser Karte anschauen, wenn wir uns jetzt hier den pH-Wert anschauen. Ihr seht jetzt, der pH-Wert, der ist jetzt hier im optimalen Bereich. Das ist hier so der optimale Bereich. Das passt der auch automatisch an. Wir könnten natürlich auch hier im F1-Menü die automatische Ausbringung deaktivieren. Dann könnten wir es einstellen, wie viel da eingestellt wird. Für die Leute, die gerne Realismus spielen, können das dann darüber auch machen. Aber ich nutze einfach die automatische Geschichte, ne, weil nämlich auch der Kalkstreuer schaltet der jetzt hier ab. Er bringt jetzt auch nichts aus. Ihr seht, er schaltet automatisch aus und schaltet dann auch erst wieder zu. Manchmal mehr, manchmal weniger gut. Das kommt immer auf die Feldränder an. Oder auf den Feldrand. Wie das Ganze dann auch, ja, quasi dargestellt wird. Ansonsten ist der Breda, das ist Vanilla, ne, es ist keine Mod oder so, immer ein cooles Gerät, ne, um halt auch möglichst viel an Kalk natürlich auszubringen. Hier liegt noch ein bisschen Stroh rum und so weiter. Ich habe das Stroh natürlich noch reingefahren, aber so ein paar Stellen haben wir jetzt hier noch soweit ready. Wir würden dann jetzt im nächsten Schritt hier noch beispielsweise, ja, Gülle ausbringen oder eben halt Kompost. Wir werden Kompost ausbringen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und sind dann auch mal wieder so ein bisschen auf den Feldern unterwegs. Ne? Ich versuche ja immer so einen guten Mix zu haben zwischen Micromanagement, zwischen Produktion und auch da mal wieder ein bisschen Feldarbeit, was natürlich auch dazu gehört. Hier zum Beispiel im Glas haben wir es nicht mit der Kamera. Verstehe ich auch nicht. Ist halt komisch irgendwie. Was will man machen? Manchmal steckt man nicht drin. Aber ich werde meine Bots nochmal checken und das Ganze dann nochmal ausprobieren, woran das denn genau liegt. So, dann haben wir noch die nächste Bahn. Die kann auch noch gekalkt werden. Und so haben wir dann gleich den optimalen pH-Wert für unsere Felder durch die erneute Kalkausbringung. In der Regel sagt man, man macht das ja, alle dreimal. Ne? Also dreimal ernten und dann bringt man einmal Kalk aus. So kommt es in der Regel automatisch vor. Ich mache mal das VCA aus. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Die Streubreite können wir hier bei diesem Düngerstreuer oder Kalkstreuer, je nachdem, leider nicht mit variieren, so wie es zum Beispiel bei den Querneland-Geräten die Möglichkeit gibt. Hier habt ihr gesagt, soll ich mal mit grober lang gehen, mit Tiefenlockerer oder whatever, damit das Ganze dann jetzt hier auch weg ist, damit wir das beim Ernten nicht mehr haben. Ja, dann haben wir hier soweit alles ready. Die Felder gucken wir uns gleich nochmal an. So, wir schalten das Ganze mal aus. Die Ausbringung von Kalk war erfolgreich. Ne? Das können wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Im Vergleich zu den anderen Feldern, die jetzt erntereif sind, haben wir jetzt hier den optimalen pH-Wert. Ne? Das hat er automatisch errechnet. Einmal für den Lehm und einmal für den sandigen Lehm. Ne? Wenn wir uns die Hilfe hier auch nochmal anschauen, sehen wir halt hier bei pH-Wert die Ausbringmenge. Ne? Lehmiger Sand 6,0 und sandiger Lehm 6,5. Und deswegen ist auch hier, sagen wir mal, ein anderer Wert als jetzt hier, ne? Weil wir zwei verschiedene Bodenarten haben. Ne? Das ist ja das, was es ausmacht. Und um den optimalen Wert hier zu bekommen, ne, müssen wir halt
auch natürlich dann kalken. Wir müssen in der ersten Stufe Gülle ausbringen oder Kompost, ne, wenn ihr es umgebaut habt. Das ist ja möglich, habe ich gerade schon erklärt. Und dann wird das Ganze ausgesät. Da kommt nochmal Flüssigdünger mit drauf, je nachdem, was wir machen. Hier war jetzt letztes Mal Mineraldünger drauf. Kompost zeigt er hier, glaube ich, nicht an. Ich weiß nicht, ob er den anzeigt, wenn wir ihn jetzt hier mit... wenn wir den dann ausbringen, ne, der Ertrag, da sehen wir es auch, ne, das habe ich euch aber beim letzten Mal schon gesagt, und hier haben wir den gesamten Ertrag des Feldes. Ja, so läuft das Ganze halt. Da sind wir hiermit schon mal fertig, das heißt, die Kalkausbringung ist erledigt. Dann fahren wir jetzt wieder zurück zu unserem Hof und können dann schon mal ein bisschen was für die Kompostausbringung beispielsweise ready machen. Ich parke den Düngerstreuer jetzt einfach mal hier wieder ein. So. Da sind wir soweit ready. Jetzt brauchen wir drüben, glaube ich, den Brandner, ne? Der Brandner ist ja drüben auf dem anderen Feld. Deswegen fahren wir da einmal rüber, beziehungsweise auf dem Vorhof, wo auch unser Silo ist. Da müsste der Brandner, glaube ich, stehen. Und wenn nicht, dann müsste ich ihn, glaube ich, sogar noch von der jeweiligen, Gemüse für den Gewächshäuser noch holen. Schauen wir gleich mal. Wäre jetzt auch kein Thema. Hier haben wir nämlich ganz, ganz viel Kompost. Das können wir uns mal anschauen. Ne, der Brandner steht nicht hier, ne? Ne, der steht nicht hier. Hier haben wir ganz viel Kompost. Ihr seht's, ne? Da ist auf jeden Fall ordentlich was da. Hier auch. Wir können auch hiervon aufnehmen. Ist halt vollkommen Rille, wie wir es machen. Ich steige jetzt einfach mal hier in dieses Fahrzeug ein und nehme einfach mal die andere Seite. Da können wir das natürlich ausbringen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Zack, da können wir das nämlich hier hinstellen. Da kann das automatisch aufnehmen. Hier können wir dann natürlich das Ganze hier wieder zumachen. Mit der linken Maustaste könnt ihr das bedienen. Und ich fahre jetzt einfach mal zu unserem Gemüseanbau. Nämlich da steht noch der Brandner. Den werde ich jetzt einfach mal holen. So dass wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall auch dann direkt loslegen können mit der Ausbringung von frischem Kompost. Ne? Ja, ihr habt doch geschrieben, dass wir die Wiese mal wieder machen sollen. Ja, die gucken wir uns dann nach und nach auch mal an. Wir müssen noch ein bisschen Milch abtanken auch von der Kuhweide A, also der kleinen. Bei der großen haben wir es ja schon gemacht. Und das werden wir auch in den nächsten Folgen dann nochmal machen. Da werden wir mal schauen, wie unser Lager ist. Wir müssen uns um unsere Ferkel kümmern, habt ihr gesehen. Und um die Tierkadaver, das mache ich halt offline, weil ich habe gemerkt, das mag der ein oder andere nicht gerne sehen, wenn da diese toten Schweine rumliegen. Deswegen machen wir es halt nicht. Ist ja jetzt auch nicht wirklich relevant. Das Ganze wird dann zur Abdeckerei gebracht. Und ja, da würde ich sagen, liebe Freunde, das soll es für heute wieder gewesen sein, hier mit einer Folge von der Hofbergmann. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, ne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich einfach mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.